Moin Moin, mein Name ist Bruder Heinrich und wir spielen Battlefleet Gothic Armada 2 und fangen gleich an hier. Die Space Marines sind wieder in voller Mannstärke, Sollstärke, springen hier rüber, machen mal das Chaos kaputt. Das ist doch knapper als ich dachte. Mit der Waffenplattform, das ist... Ich dachte, das kann ich so eine Autoschlacht machen. Die muss ich dann doch leider spielen, weil ich traue der KI nicht so richtig. Wenn das ist, wie viel Prozent war man da jetzt mehr? Vielleicht 10, 20 Prozent? In Überzahl, das ist nicht viel. Oh, mein Hals. Mann, oh Mann. Wenn ich ein bisschen kratzig klinge, dann tut's mir leid. Mein Hals schwächelt. Elende Sau. Ich habe leider nicht den Hals oder die Lungenflügel eines Space Marines. Es tut mir leid. So, diesmal müssen wir nur zerstören. Irgendwo hier ist ihre Waffenplattform. Ich würde sagen, damit wir mehr sehen, stellen wir uns mal in der Breite auf. Ein bisschen da so ausrichten. Danke. So, ihr seid meine 1. Du bist meine 2. Und du bist meine 3. So, Nummer 1. Ah, da haben wir schon die Waffenplattform. Dann macht sich das schon mal ein bisschen einfacher. Zum Asteroidenfeld. Du gehst ein bisschen weiter dahin. At your command. At your command, genau. Give us purpose. Engines engaged. So, alle Mann. Ziel feuern. Jawohl, das lassen wir nochmal. Full speed. Drei feindliche Ziele. Ich hoffe, dass wir sie alle eliminieren. Und ich hoffe eigentlich, dass wir... Na, warte mal. Komm mal ein bisschen zurück. For where we are needed. Ich hoffe eigentlich, dass die KI uns hier mal doch mal ein bisschen netterweise entgegenkommt. Indem sie hier durch das Asteroidenfeld fliegt. Ich spule mal vor. Wir müssen ja nicht irgendwie was einnehmen in einer bestimmten Zeit. Wir müssen einfach nur den Feind killen. Und hier hinzufliegen, das wäre mir zu nah an diesen Geschützen. Diese Linie hier. Darum bleiben wir mal dahinter. Vielleicht ist der Feind zu doof und... Alter, hat er eine Reichweite. Ja, doof ist er dann so doof ist er dann doch nicht. Wäre ja schön gewesen. Underway. So, Ziel im Visier. Feuer. Brauchen dich. Feuer. All power to engines. Show us the enemy. Ah, könnte doch klappen. Enemy in sight. Boah, du brauchst Schild, Junge. To where we are needed. Oh, hat funktioniert. Komm sie zurück, komm zurück, komm zurück. To where we are needed. Engines engaged. So, wo ist denn mein einerer Kleiner? Der fliegt jetzt da rum oder was? So, hör mal auf. Normal Speed. Dann drehen wir uns und kümmern uns erstmal um die Kleinen. I am listening.
Er ist ein bisschen zu stark für uns, glaube ich. Show us the enemy. So, dann würde ich sagen, Vernichter. Ah, und der erste durch das Asteroidenfeld geflogen. Das war doof. Repositioning. It will be destroyed. Schade, hat nicht geklappt. Du musst dein Schild nachladen. All Saboteurs and Tech Marine. Begin repair. Deckbeschädigung, das ist nicht gut. Drive quickly, brothers. Teleport attack successful. Ah, die haben die Schilde wieder aktiv reaktiviert. To where we are needed. Ah, treffen die Torpedos was? Jawohl. Moving to position. All power to engines. Ja. So, da keine nervt sich mehr. Obliterate that target. So, der Große ist noch weit genug weg. Hoffentlich. Enemy in sight. Der in Panik? Nee, ne? Oh, oh, oh. We stand ready. Gib mir auch auf die Nüsse. Killt ihn doch da endlich. Außer Reichweite. That is impossible. I am listening. Oh, der Torpedos gehabt. At your command. Einfach mal drehen, Süßer. Einfach mal drehen. Engines engaged. War zu kurz, scheiße. Boah, der zieht sich nicht zurück. Attacke auf den Größeren, da. So, dann gönne ich nochmal meiner Lunge oder meinen Rachen was zu trinken. Ja, wir haben die nicht mehr im Visier. Das ist gerade das Problem. Und du fliegst mir zu deinem Asteroidenfeld. Aber wir haben ja keine Bestätigung durchgekriegt, Gott sei Dank. Where shall we strike? So. Reparatur. Calm the machine spirits. Genau, sprich mit den Maschinengeistern. We stand ready. Enemy in sight. Feind gekennzeichnet. Feuer frei. Give us purpose. Ich habe leider nichts Langstreckenmäßiges. Give us purpose. Brauchst ein bisschen Schild. Und wir brauchen gleich Torpedospaß. Torpedospaß für die ganze Familie. Ah, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Feuer frei. Das war mal ganz gut. Enter. Kommando. Los. Our wrath cannot be denied. So. Vernichter. Blitzeinschlag. Show us the enemy. So, du hast Torpedos, komm ran. Du, mein Freund, brauchst Schild. Oder eine Reparatur. I am listening. Ich höre auch. Where we are needed. Eigentlich ganz blöd, was ich gerade mache, weil der will mich wahrscheinlich gerade. Full speed! Rammen. Give us purpose. Du musst dich mal ganz cool drehen. Redirecting.
Ah, das war zu... Ah, scheiße, vorbei. Initiate targeting protocols. Show us the enemy. Ups, und der dreht sich im Kreis. Scheiße. Ja, sorry, das war nicht so gewollt. Ah, die sehen... Der sieht gut aus, der sieht gut aus. Da kam an. Wir brauchen mehr... Ach, du reparier dich doch mal. We stand ready. Ihr seid mir alle zu kaputt, meine Freunde. Initiate Thunderhawk Bombardment. Moving to position. Wieder weg da. Da ist ein bisschen zu nah. Standard speed engaged. So, wir haben nur noch Enter-Torpedos. Dann los. Jetzt müssen die Space Marine richten. Space Marine. Engines engaged. Ich will meine... New vector acknowledged. Enter. Entern. Los. Boarding successful. Show us the enemy. Hast du noch irgendwie Enter-Manöver-Sachen? Successful teleport strike. Where shall we strike? Feuer frei. Wenigstens brennt die Sau. Ah, will der ran? Ein Stück nach vorne. Ah, der hat Schild bekommen. Der hat Schild bekommen. Was ist das überhaupt für einer? Ein leichter Kreuzer. Hellbringer. MK2. Dass sie uns da so die Zähne rausbeißen an den Typen. Hier richtig Hangar beschädigt. Ah, der hat noch was. Feuer. Enter-Torpedos. Feuer. Wellenmanöver. Feuer. So, Triebwerke beschädigt. Truppen verloren. Feuer an Bord. Der muss doch gleich verrecken. Und ich dachte, das wird eine kurze Schlacht. Ah, Rückzug will er, ha? Triebwerke zerstört. Haha. Tja, Chaos. Da guckst du doof, hä? Meuterei. Jetzt schlachten sich noch gegenseitig ab. Ach, scheiße. Ich habe eins vergessen. Jetzt müssen wir uns da noch mit diesem doofen... Erstmal alle dahin. Ah, nicht durch das Asteroidenfeld. Müssen wir uns noch hier irgendwie. Ups, mal kurz auf Play. Give us purpose! Mit diesem Scheiß. Engines engage! Full speed! Reparatur ist nicht möglich, ne? Das ist schade. Guck nochmal. Nein. Nein. Dass das nicht nachlädt, die Reparatur. Schade. So, da kommt der nächste. Die müssen wir alle zerstören. Ja, haben keine Torpedos mehr. Es geht nur mit brachialer Gewalt. Und das dauert. Enter-Torpedos oder so haben wir noch, aber auch nicht so der Hit. Give us purpose. Feuer frei, Männer. Launch Thunderhawks. I am listening. Nee, irgendeiner hatte von euch doch. Rearm! Our wrath cannot be denied. Oh, alle drauf da. We stand ready.
stand ready. Show us the enemy. Hold course. Ja, kriegen wir vielleicht so ein Torpedo daran? At your command. Ah, nee. Doch, jetzt vielleicht. Die halten noch mehr aus, als ich gedacht habe. We stand ready. Our rock cannot be denied. Ich habe das Gefühl, dass die Space Marines irgendwie nicht so geil austeilen wie die Imperiale Armee. Vielleicht bringen die Enter-Truppen mehr, weil das halt Space Marines sind statt imperiale Soldaten, aber... Das dauert. Where shall we strike? Mach das doch mal kaputt. Oh oh. Komm mal da raus, da. Redirecting. Zu spät. Underway. Initiate targeting protocol. Oh, einfach hinschicken, was wir haben. Show us the enemy. I am listening. So, da kriegst du wieder Schild. Kannst du Attacke machen. So ein bisschen vor. Dauert. Where shall we strike? That is impossible. Enter-Manöver. Das geht. Boarding successful. So, treiben es. Prachtgut. Give us purpose. Oh, er konnte mal reparieren. Oder vielleicht sind einfach die größeren Schiffe von den Space Marines einfach so stark, dass die Kreuzer ein bisschen geschwächt sein müssen, damit das Balancing so ein bisschen funktioniert. Oh, das dauert, ey. So, diesmal war mal genug auf Distanz. Feuer frei. Ich spule ein bisschen vor. Es tut mir leid, dass es mit den Geschützen ja so lange dauert. Irgendwie kriegen wir das nicht so leicht hin, wie ich es mir gedacht hätte, aber... Dass die auch nicht über oder unter sich fliegen können, um sich nicht zu zerstören. Naja. Our rock cannot be denied. Give us purpose. Oh, klappt schon. Space Marines haben gewonnen, auf ganzer Linie. Es hat nur länger gedauert, als ich gedacht habe. Ich will jetzt aber Cardia angreifen, verdammt. Das Video ist mir noch ein bisschen zu kurz. Also eine halbe Stunde ist immer ideal, aber... Ich habe auch nicht mitgerechnet, dass das so lange dauert. So, ihr seid aber alle so weit repariert, ne? Das heißt, Attacke... Attacke. Die imperiale Armee schlägt zu. Los. Black Legion. So, maximal 675 Punkte können wir einsetzen.
Das passt, wir können da wohl unsere komplette Flotte benutzen. Super. Muss er nur schnell laden und schnell sterben. Aber ich glaube, da sind Minenfelder dabei. Und wieder eine feindliche Geschütztürme. Der Befehl Sammeln bereitet den Ungehorsam aller befreundeten Schiffe in einem Gebiet. Bla. Also können wir das unsere Leute wieder zur Moral treiben. So, genau. Wir haben mit Spire eine schöne Ramme vorne. Ramme liebe ich ja seit der Tyranniden. Seit ich die mal gespielt habe. Ramme ist einfach nur zu schön. So, was haben wir, was haben wir, was haben wir? Tja. Normales Feld. Ich würde trotzdem sagen, Spire kommt in die Mitte. Wichtigste Schiff. Du willst die Nachhut. Warum auch immer. Hast eh keine Torpedos, ne? Das Mechanikum, ja genau, flankiert uns. Was ist das denn für eine Fähigkeit? Ermutigte Rede. Moralwert des Schiffes wird um 400 gestiegen. Ah, okay. Der labert einfach eine Runde, der General, und dann sind sie alle motiviert. Das freut mich. Stasisbombe, die, genau, verlangsamt den Feind. Das ist auch ganz nett. Könnte man vielleicht kombinieren mit einer anderen Bombe. Genau, Plasma und Stasis. Ach, das wäre schön. Das ist so eine Kombi, so aus Teil 1. Zuerst die Schiffe verlangsamen und dann hinterher eine Stasisbombe. Zack, bereit. So, das heißt, da wollen wir nicht hin. Die haben wir identifiziert. Wir gehen einfach mal ein bisschen hier hin. Course engaged. Oder auch nicht. Wir gehen erstmal dahin. Ich will nicht so nah in dieses Asteroidenfeld. Ein bisschen vor. Sind noch nicht entdeckt worden. So, dann positionieren wir uns hier vielleicht. Heading acknowledged. Und wenn die Schiffe, sage ich mal, ein bisschen genau. Hier war das. Also in Teil 1, ich gucke gleich. Mit dem RAM auch bei eigenen Schiffen war viel stärker als bei diesem Teil. Da haben sie es irgendwie komplett rausgenommen, habe ich das Gefühl. Oder es hat mit der Schwierigkeitsstufe zu tun. Das auch bei Triebwerken vielleicht, dass wenn die zu nah dran sind, sich selber bestätigen. Ich glaube, das haben die so ein bisschen rausgenommen. Aber wurden nicht identifiziert. Oh, doch, 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 da. Die wissen, wo wir sind. Was ist denn das? Abfangjäger oder so? We are ready to serve. Hat jemand so Abfangjäger oder so? Nö, ne? Gut, dann weiß ich, was Spire noch braucht. Da hätten wir jetzt nämlich so Tomahawks gebrauchen können. Oder irgendwas. Tomahawks sah ich schon. Thunderhawks hießen die. So, drei gegnerische Schiffe. So, das heißt. Your orders? Genau, meine Orders. Wollen wir sie echt mal ankommen lassen? Komm, wir warten. Ein bisschen vorspulen. Haben wir Sonde? We serve. Nee, zu kurz. We serve. So, dann sage ich doch mal, lass die Spiele beginnen. Automatisch feuern. Feuer frei. Ah, hat uns eh alle markiert. Okay. For the Emperor. Genau für den. Receiving your order. Ach, das war auch noch so ein kleines Schiffchen. Oh, das kriegt richtig gleich einen auf die Nase. Das mag ich. Und Rückzug. Los, zerstört es! Genau. We wait your command. So. Da ist der nächste. Coordinates acknowledged. Oder rechts. Könnt ihr euch entscheiden. Er kann noch nicht zeigen. Enemy sighted. Ah, das ist eh. Du musst dein Schild reparieren, mein Freund. Ship ready.
Gut, auch das Schiff scheint gleich in die Dutten zu gehen. Das rammen wir. Captain Spire will rammen. Einmal durch da bitte. So, auch der ist einmal Geschichte. Hier kannst du bitte mal den klar anzeichnen hier. Und Feuer frei. Was ist das? Ein ganz leichter Kreuzer, oder? Ja, leichter Kreuzer Hellbringer. Kann ich mit dir... Genau, das müsste ja quasi hier hingehen. Surprise, Motherfucker. Und gleich Torpedos los. Plasmabombe. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, kannst du auch noch... Nee, kann er nicht. So, torpedieren. Kann einer einen Sprung machen? Nein, könnte er nicht. Könnt ihr mal ein bisschen hier in die Nähe kommen? Engage ancient red lines. Engaging engines. Was man früher auch mehr beachten musste in Teil 1 war auch das Reichweiten von Schiffen. Das habe ich hier noch gar nicht beachten müssen, glaube ich. Es gab Makrowaffen, die funktionieren erst auf einer bestimmten Reichweite. Ich glaube, das sind hier die Kreise. Triebwerke sind ausgefallen. Machine Spirit appeased. So. Your orders? So, Stasis. Das heißt, er kommt da jetzt nicht mehr weg und... Ah, er war nicht ganz drin. Hat der Schwein gehabt. Hat der Schwein gehabt. We serve. Das wäre echt eine coole Kombi gewesen, aber hat leider nicht ganz funktioniert. Ein Millimeter oder so hat gefehlt, aber jetzt müsste er sterben. Ist er auch brav. Hat er gut gemacht. Nett von ihm. So, erstmal alle Schiffe da bitte hin. Energie. Und wir spulen ein bisschen vor. Also ich habe das Gefühl, Teil 2 ist ein bisschen einfacher gemacht worden, ne? Jetzt im Nachhinein fällt das mal ein bisschen auf. Das ist so ein kleiner Negativpunkt, aber dafür gibt es mehr Fraktionen, mehr zum Auswählen. Receiving your order. Du hast da zwei Türme verloren. Ich würde gerne reparieren, aber geht nicht. Your orders? Ship ready. Das dauert mir zu lange. Komm mal ein bisschen weiter vor. Machine Spirit appeased. Optimal course set. So, Feuer frei. Habt Spaß. Ship ready. Heading acknowledged. Revere the Omnisire. We serve. Nee, das könnte nicht treffen, glaube ich. Ist einfach zu weit weg. Understood. Plasmabombe. To serve the Omnisire. Und Torpedos hinterher. State your order. Da auch nochmal gleich Torpedos. Oh, die ging daneben. Scheiße. Wo sind die zweiten Torpedos gewesen? Oh, ich hab nicht drauf geklickt. Receiving your order. Jetzt haben wir hier Stau. Rouse the engines. Engage engine red lines. So, danke, reicht mir schon. Ich wollte nur so ein bisschen Torpedos nochmal schießen. Hier zum Beispiel. Und dasselbe machen wir mit dir auch.
Loading acknowledged. Enemy defense platform destroyed. Your so. Course engaged. Und du rammst jetzt mal, machst mal ein schönes Ramm-Manöver. Ich liebe es zu rammen. Energie. Reloading. So, einmal durch. Durchgefahren quasi. Cruising speed set. Das habe ich jetzt nur gemacht, um das Wissen alles hier zu verschnellern. Aye, Admiral. Weil diese Plattformgeschichte, das braucht immer am längsten, habe ich immer das Gefühl. Das nervt. Assault crews report success. Initiate emergency repairs. Genau, einmal reparieren. Stasisbombe braucht man nicht. We wait your command. Hammer. So, Cardia ging irgendwie schneller als die andere Schlacht, komischerweise. Ja. Also Spire und so, die können richtig gut austeilen. Haben, glaube ich, einen Rumpfpunkt verloren durch die Rammgeschichte, aber... Naja, geht schon. Obwohl es nicht einfach ist, können sie Feindfeuer, keine Ahnung, ausweichen. Ja, hier ist nichts aufgestiegen. Oh, der Firestorm ist bald auf Stufe 4, der auch. Netz und, ja, kein Aufstieg. Ja. So, Cardia gehört wieder uns. You've done well, Admiral. I see your reputation is not without justification. I live only to serve. And your service does you credit. Faith and fervor are returning to decimated worlds. The might of the Imperium is marshalling for vengeance. That's good. Our security battalions are at a low ebb. I'll oversee the press gangs. Tja, das hört mein Arbeitgeber auch gerne. Ich lebe, um zu dienen oder zum Arbeiten. Zusammenfassung. Auf direkten Befehl von Hochadmiral Drang. Oh, der hat auch einen Drang. Muss Admiral Spire die Kontrolle über Systeme Cardia-Sektor zurückerlangen, haben wir. So, jetzt haben wir, sie erhalten 300 Ruhmpunkte zusätzlich und verbesserte Reparaturrate im Cardia-Sektor. 5 Züge, 20% erhöht. Ja, nett. Die Frage ist, wo geht's denn weiter? Wir kriegen nur einen Punkt pro Runde. Ist ein bisschen schwach auf der Brust, finde ich. Können wir irgendwas verbessern, um mehr an Geld zu kommen? Agrar bringt bestimmt kein Geld, oder? Strafkolonie? Nee, auch nicht. Das ist wieder Agrar. Agrar auf diese... Eine Gaswolke. Ein Horchposten. Gewährt 200 Ressourcen, wenn sie diese zum ersten Mal eingenommen wurden. Nee, haben wir ja schon. Agrar. Oder hier, Sabena. Kardinalswelt. Senkt die Chaosbedrohung. Ja, es ist nicht schlecht, aber brauche ich gerade im Moment nicht. Erhöht die Einnahmen durch Ruhm, ist auch nett. Brauche ich aber gerade auch nicht. Panzerungswert. Schlecht. Ich will doch nur Geld haben. Punkte. Irgendwie. Ach. Dann haben wir halt den Planet komplett aufgerüstet. Komm her. Dann steigen auch die Einnahmen. Das haben wir aber 46. Okay. So, Zug beenden. Ich glaube, ja, das war's erstmal. Damit das Video nicht so lang wird, ich hier erstmal einen Break machen. Dann, ja, abonnieren, kommentieren, nicht vergessen.
Und wenn ihr hier zum ersten Mal reingeschaltet habt, könntet ihr auch mal ein Abo da lassen. Würde mich sehr freuen. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.